Und umdrehen. Okay. Oh! What up, yo? Was machen wir? Ein Video? Auf jeden Fall, ja. David versus Goliath, gegen Goliath, ist auch egal. Und zwar geht's darum, ich bin klein, er ist groß, wir machen gleich einen Sprünge. Das wirkt voll cool, weil wir gerade auf dem Abhang stehen und er viel größer wirkt, als er eigentlich ist. Genau. Eigentlich bin ich so groß und er ist so groß. Und jetzt geht's los. Boom! First try. Nee, Mann, wir haben schon ein paar Versuche gestartet. Gönn dir, Dicker. Ja, na, fast. Bist du ready? Ich bin bereit. Dann auf drei. Drei. Oh. Versuch Nummer drei. Nee, zwei. Yes! Geil! Oh. Gerettet! So wie man jetzt gesehen hat, muss ich ansprinten wie ein gestörter und der Clemens, der schlendert da einfach so dahin. Wollen wir mal zählen, wie viel es von deinen sind und wie viel es von meinen sind? Alter, fast 15. Ich hab 12,5. Wir versuchen jetzt mal die obere Stufe zu attackieren. Es sind nochmal drei Füße mehr bei mir. Hier so 1, 2, 3. Ganz oder kranig? Tippelschritte hier. Da. Scheiße. Busch bereit. Härten bereit. Alter, so easy. Oh, Junge. Ah, schade. Der sah gar nicht so schlecht aus im Anlauf. Ja! Ah. Okay, ja, wir haben jetzt beschlossen, wir sticken jetzt, weil es hat jetzt lang genug gedauert. Es wird noch ein bisschen Gewicht abgelegt und dann geht's los. Da hat er das T-Shirt angezogen und... Ah. Ja, nein! Ah. Was sagen Sie zu Ihrer Leistung? Ich bin enttäuscht. Ah, was? Jetzt mach mal halt hier Schluss mit der Heulerei und anfangen mit der Ballerei. Mein Schuh ist nass. Zwei Stunden später. Gönn dir. Ja, bitte. Geil. Geil. So, noch was oft passiert, wenn der Clemens und ich zusammen trainieren. Der schaut sich irgendeine Challenge an und sagt dann, hey, probier doch auch mal. Und ich dann so, nicht mal für Geld. Nicht mal in diesem Universum. Und zwar, ja, zeig mal. Boah. Sind deine Beine ready? Boah, Junge, wie fühlst du dich? Klein. Jetzt musst du es schaffen. Ah, schade. Läuft wie Nasen im Winter. Ah, so nah dran einfach. Ja, geil. Piu! So, Challenge Nummer 2. Und zwar geht's 3. Echt? Ah, richtig. Entschuldigung. 3. Wie konnte ich noch? Ja, richtig. Und zwar, hoppala, hier über den Matsch in diese Tür rein. Man kann es die Landung nicht anschauen, weil man muss halt da dann hin und dann sind die Schuhe matschig. Deswegen spielen wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Und der Verlierer muss den als erstes machen. Als erstes dicken? Ja, gut. Ja, okay. Sehen wir einfach mal. Okay. Ja, der gute alte Stein. Oh, ja, okay, aber das war jetzt echt super easy. Ich schmeiß dir die Kelm rüber. Mark Busch unter Druck. Kommt er rüber. Ja, okay. Oh. Einfach als gedacht. So, jetzt haben wir den Prezi in so ein Haus reingemacht. Jetzt müssen wir natürlich ja auch wieder rauskommen irgendwie, ohne in den Matsch zu treten.
Der Clemens hat sich für einen klassischen Plyo entschieden. Für einen plyometrischen Sprung. Stell dich mal in die Tür. Ziemlich eng. Okay, jetzt stell ich mich in die Tür. Hier. Ich passe hier fast zweimal in den Einband. Und ich muss da auch rüber. Ach, Scheiße. Das wird ein Spaß. Wollen wir nochmal schnell Schachschuss spielen? Gerne. Boah, du darfst meine Hand. Schnuck. Ja, geil. Nein. Gedankenleser Busch am Start. Yes. Oh, sogar fast gestickt. Ich hoffe, du bounst nicht mit deinem Arsch in den Matsch. Waschmaschinen leben länger mit Geico. Wow. Yes! Alter, in der Luft dachte ich, das kann nichts werden. Das war mega geil, aber okay. Sick. Ja, okay. Wie man Sprünge ins Lächerliche zieht. Tutorial. Part 1 von Clemens. Jetzt kommen wieder. Den machst du jetzt aus dem Stand völlig. Oder? Er springt noch zurück, dann sind wir sofort weg. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Boah, aus dem Bilderbuch einfach. Perfekt angekommen. Ja! Geil! Geil! Whopper. Whopper, 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 whopper. Oh,